Bei dem Schließsystem handelt es sich um die 3700er Serie von Wilka. Genauer gesagt ist es das Modell 3763. Es handelt sich hierbei um ein vertikales Wendeschlüsselsystem und genau unter diesem Namen hat Wilka das damals auch gelistet. Tatsächlich wird dieses Schließsystem schon seit sehr langer Zeit nicht mehr produziert. Den genauen Produktionszeitraum konnte ich leider noch nicht herausfinden, aber vielleicht arbeitest du ja bei Wilka oder du kennst jemanden, der bei Wilka arbeitet, der das vielleicht wissen könnte. Das würde mich auf jeden Fall freuen und wenn du da weitere Infos hast, dann lass mir die doch gerne zukommen. Nach meinen Informationen ist es so, dass Wilka diese Zylinder gar nicht mehr herstellt. Das heißt, selbst wenn man eine Sicherungskarte hat und dann beispielsweise zu einem Wilka-Fachhändler geht, dann bekommt man trotzdem keinen Zylinder, weil Wilka nicht mal mehr die Maschinen dafür hat, um diese Zylinder noch herzustellen. Es handelt sich bei dem System um ein Bohrmulden-Wendeschlüsselsystem mit bis zu 28 Sperrelementen. Wobei man dazu sagen muss, dass maximal 16 Sperrelemente aktiv sein können und maximal 12 Sperrelemente passiv. Nach ein bisschen Recherche im Internet konnte ich eine PDF finden, in der man das System 3700 beschrieben sieht. In dieser Spalte hier sieht man auf jeden Fall die Modellvariation, die es damals gab. Des Weiteren sieht man hier, dass es angegeben ist mit bis zu 100.000 Schließzyklen. Wie man hier sehen kann, gab es das System offenbar als Doppelzylinder, Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Knaufzylinder und auch als Halbzylinder. Das konkrete Modell, das ich hier habe, ist das 3763 und zwar der Doppelzylinder mit der Not- und Gefahrenfunktion. Hier sieht man nochmal weitere Infos und eine kleine Explosionszeichnung. Sehr interessant und vor allem witzig finde ich auch diesen etwas kleineren Schlüssel, der ja offenbar dafür gedacht war, ihn in der Geldbörse mitzutransportieren. Ich gehe davon aus, dass dieses System nach bzw. im Jahr 2001 produziert wurde, also mindestens nach der Einführung des Euros in Deutschland, denn man sieht hier im Prospekt ja ganz klar eine Euromünze. Im Gegensatz zu vielen anderen Systemen wurde das System 3700 damals standardmäßig mit 4 Schlüsseln verkauft, und zwar diese 3 Schlüssel in regulärer Größe und diesem einen Portemonnaie-Schlüssel. Schauen wir uns den Zylinder doch mal etwas genauer an. Wie man hier erkennen kann, sind hier solche schwarzen Stellen an der Seite. Des Weiteren sieht man hier, und das ist sehr unüblich für Wilka, es handelt sich um einen sogenannten Modularzylinder. Modular bedeutet in diesem Fall, die beiden Zylinderhälften sind eigentlich separiert, die sind voneinander getrennt und werden über diesen modularen Steg miteinander verbunden. Das heißt, man könnte einfach diese Zylinderhälften von diesem Steg lösen, um den Zylinder dann entweder zu kürzen oder zu verlängern. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, bei meiner Variante handelt es sich um die Variante mit Not- und Gefahr. Funktion. Und wie man hier sehen kann, funktioniert diese einwandfrei. Bedeutet, wenn ein Schlüssel von einer Seite steckt, kann auf der anderen Seite noch geschlossen werden. Bemerkenswert finde ich bei diesem System vor allem auch den Kern, denn der Durchmesser von diesem Schließzylinderkern ist relativ klein, wenn man den mal mit anderen Zylindern vergleicht. Neben dieser Explosionszeichnung, die man in dieser PDF finden kann, habe ich mir gedacht, es wäre auch mal interessant zu wissen, wie es da drin aussieht und deswegen habe ich einfach mal mit einem Lichtleiter da reingeleuchtet. Ist ja nochmal was anderes, als wenn man einfach nur so eine Explosionszeichnung sieht. So, jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt lasse ich dich einfach genießen. Wenn du Interesse hast, noch ein paar Sequenzen über dieses Schließsystem zu sehen, dann kannst du das Video einfach noch ein bisschen weiterschauen. Ich blende nämlich jetzt noch so ein paar Sequenzen ein.